Anna ist da, Moment. Ganz wichtig. Ja, der Stream ist noch an, ja. Ja, okay, danke schön. Komm mal, Montag. Ja, warte, Schiedi, ich bin auf on the way. Was hast du jetzt zu essen mitgebracht? Was Köstliches, okay. Hat jemand noch mal den Clip ganz kurz? Von vorhin, vom... Anna, komm mal kurz, bitte. Wollt ihr wissen, wie man Schaumapfel macht? Nee, setz mal kurz die Kopfhörer und guck dir das mal an. Du bist, glaube ich, zu früh abgekommen. Digga, null, ich bin gerade. Oh, oh. Bruder. Digga. Also, Digga. Das kam von deinem Rührei. Bruder. Willst du nochmal hören, Leute? Digga, null, ich bin gerade. Oh. Oh mein Gott. Bruder. Digga. Also, Digga. Hast du Video hoch? Ja, hoch, ja, weil er mir rausgerutscht ist. Willst du nochmal hören? Null, ich bin gerade. Oh. Oh. Bruder. Digga. Das war aber lang gezogen, ne? Das war mein Rührei. Das war dein Endprodukt. Das kam nicht vom Rührei, es kam vom Mais. Nee, vom Rührei. Neue Donation Sound, nee. Das denke ich nicht. Ein köstliches. Hey, warum, wie sieht man das richtig aus? Jetzt. Ah, oh, ja. Das sieht aber echt köstlich aus. Aber wie gesagt, mein Appetit ist echt begrenzt. Gut. Heute hast du schon viel mehr gegessen. Schmeckt gut, ja. Gib keine Chance. Danke dir. Wir wollen das Zauberapfel-Tutorial. Nee, gibt's nicht. Doch! Ich will das einmal kurz zeigen, bitte, wie du isst. Ich hol einen Apfel. Mit Verrat kann natürlich jeder. Ja, warte, zeig ich die große Cam hier. Die? Ja. Okay. Aber du hast ja nicht mehr gegessen, den Apfel. Ja, macht doch nichts. Okay, ihr müsst immer abwechselnd, sieht man das? Ja, sieht man. Zacken in den Apfel schneiden. Warte. Pass auf, dass du mir nicht abstichst. Ich habe vorhin durchgestochen und in meine Hand gestochen aus Versehen. Ich hoffe, man sieht das auch. Schon gefährlich, oder? Wenn ihr noch unter 12 seid, dann muss eure Mama das machen für euch. So. Und dann müsst ihr ihn auseinanderziehen. Eigentlich. Vielleicht habe ich nicht doll genug geschnitten. Moment. Wenn es nicht aufgeht, müsst ihr noch mal tiefer schneiden. Und eigentlich braucht man dafür einen Apfelgehäuseausstecher. Damit man das Gehäuse aus der Mitte richtig rausschneiden kann. Hä? Das ist der Vorführeffekt. Aha. Hast du? Ja. Und dann könnt ihr ihn wieder zusammen machen. Das ist Zauberapfel. Und vorhin habe ich auch ein Bananenauto gemacht. Aber das hat Marcel schon erzählt. Ja. Aber Marcel hat nur die Räder gegessen. Und ein bisschen was vom Cockpit. Cool, ne? Ja. Und normalerweise dann hat man so einen Ausstecher und dann kann man das in der Mitte ausstechen. Da ist der Chat. Das Gehäuse. Warum schreiben alle nur Smileys? Wie soll man denn Smiley schreiben? Ich will auch eine Anna, die mir Zauberapfel zubereitet. Nur ich kann das auch. Das ist mein verstecktes Talent. Zauberäpfel. Aber Marcel hat früher nie Obst gegessen, bis vor ein paar Monaten. Deswegen habe ich die nie gemacht. Du auch nicht. Hm? Du auch nicht. Doch. Mhm. Ich lebe schon immer gesund. Du hast genauso gut deine Shapeworld-Produktplatzierung durchgezogen, wie ich vor Uwe Smilodogs durchgezogen habe. Du hast ein Smilodogs-Ding? Ja. Wusste ich gar nicht. Du hast jetzt noch 3 Zauberäpfel im Kühlschrank. Was? Ist halt Real Talk so. Du mit deinem Shapeworld. Jetzt will ich voll durchziehen und dann immer wieder gar nichts. Und hey, bei mir war genauso mit Smilodogs. Ich wollte auch voll durchziehen, dann habe ich meinen Schwindel bekommen und habe ich nicht mehr durchgezogen. Wann habe ich das gesagt, dass ich voll durchziehe? Das weiß ich nicht mehr. Habe ich mir jetzt nicht notiert. Also muss ich sagen, sieht aus wie ein Analplug, hä? Ja, der einzige Analplug, den er bis jetzt gesehen hat, war den seiner Mutter im Hintern. Du hast ja fast alles gegessen. Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut, aber mir wird ganz ist egal, ob du isst, was mir wird halt schwindelig davon so. Ja, aber trotzdem brauchst du was im Magen. Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt die Zauberäpfel auch bei mir bestellen. Kannst ja. Ich sehe schon dein Easy Upload dann wieder für nächste Woche. Zauberapfel-Tutorial? Ja, kannst du doch mal machen. Aber wie soll ich das Video über 10 Minuten kriegen? Mm. Dann mache ich auch noch Bananenauto. Outtakes.
Wie ich mir die Hand aufschneide. Ja. Du machst so, du kaufst dir so künstliches Blut und dann sagst du, Zauberapfel Tutorial geht schief. Ja. In Klammern blutig. Ja. Und Bananenauto. Bananenauto würde mich interessieren, wie das geht. Mach ein Bananenauto für die Zuschauer. Soll ich es hier machen? Ja, nee. Doch. Nein, auch ja, von mir aus. Also schmeckt echt gut das Essen, was sie mir mitgebracht hat, Digga. Das sieht man aber nicht, wenn ich das hier mache. Das dann machst du hier. Ich bin auch multitaskingfähig. Okay, ihr braucht für Bananenauto eine Banane und ein Messer. Kylo hat auch schon richtig Bock, habt ihr gehört? Andere Hunde mögen Obst. So. Normale Leute mögen ja die Bananen lieber. Marcel mag am liebsten, wenn die schon fast vergammelt sind. Ich mag so richtige braune Bananen. Ich mag, wenn die eigentlich noch so grün sind. Nee, da schiebe ich Wirkreiz drauf. Die beiden Enten müsst ihr essen. Nee. Die braucht man nicht. Dann, fürs Bananenauto müsst ihr erstmal 4 Räder abschneiden. Ja, mach. Ja, eins. Oh. Ja, er hat hinten dickere Reifen drauf. Ja, okay. Getunte Banane. Okay. 4 Räder abschneiden. Dann müsst ihr die beiden vorderen Fahrersitze ausschneiden. So. Das, was ihr nicht braucht, müsst ihr immer sofort essen. Aha. Mhm. Das ist eine S-Klasse, weil wenn das ein GTS ist, hat er nur vorne Sitze. Aber der hat auch hinten Sitze. Auf Limousine angelehnt, sagst du? Ja. So, dann ist das Auto fertig. Hinten kommen dann die getunten Reifen. Und vorne die normalen. Bananenauto. Hä, hey, mach die Kamera wieder. Nee, das hast du aber vorhin viel besser hinbekommen. Hä? Vorhin sah das Bananenauto besser aus. Das sieht doch nicht aus wie ein Bananenauto. Oh nein! Du bist so ein Opfer. Und ich bin reingetreten. Wie viel Geld musst du geben, damit das isst? Ist das auf den Boden gefallen? Ja. Das ist doch mein Boden. Bananenauto? Also vorhin hast du das Bananenauto noch besser hinbekommen. Sieht aus wie ein Pimmel, hä? Wie sieht denn dein Pimmel aus? Boah. Hm. Was? Jetzt war ein Stückchen Sand dazwischen. So richtig abgebissen und echt? War richtig hart, ja. Willst du noch mehr essen? Nee, ich bin mir ist schon wieder schlecht vom Essen. Aber also es tut gut, was im Magen zu haben, aber mir ist schon wieder schlecht. Wenn ihr auch Bananenautos oder Zauberäpfel macht, markiert mich bitte bei Insta. Wo ist Kylo? Ich dreh durch. Kylo liegt hier vorne irgendwo. Zieh mal kurz am Finger bitte, auf Ehre. Oh, eieiei, nochmal bitte. Du sollst dir die Finger brechen, du dumme Kuh. Das wird das nächste Video. Das musste ich immer machen, ihn am Finger ziehen, wenn er furzen muss. Stimmt gar nicht, war heute das erste Mal. Doch. Richtig Blähung, aber ist gut. Also Blähung. Kann weg? Was? Kannst du weg? Ja, danke. Zauberapfel? Was? Willst du einen Zauberapfel? Nee, ich hab doch noch einen Zauberapfel im Kühlschrank. Ja, warum isst du denn nicht? Nee, den esse ich heute Abend, wenn ich im Mund gucke, denke ich. Okay. So. Woher der Germany Cap? Wahrscheinlich Germany, oder? Nee, das habe ich ja auch vorhin euch gesagt, natürlich unter ein bisschen anderen Umständen, aber da muss man auch nochmal Gruß und Kuss an Anna raus, und das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch sehr zu schätzen, diesen Service. Aber es hat sie während unserer Beziehung nie gemacht, davon jetzt abgesehen. Oder? Hm? Ich sag, sowas hast du während der Beziehung nie gemacht. Ich will keinen Zauberapfel. Ehrlich jetzt nicht. Nein, ich will... ich habe keinen Apfel. Nee, mir ist Schluss ein schon. Ein Stück! Och Mann! An den Apfel habe ich noch schlechte Erinnerungen. Am Mittwoch, als ich aus der Firma wiedergekommen bin, und es mir nicht gut ging, habe ich, ich war ja auch da schon appetitlos und hatte mir einen Apfel und eine Banane mitgenommen. Auf dem Hinweg habe ich die Banane gegessen und auf dem Rückweg den Apfel. Und ich sitze im Auto, esse den Apfel, bin fertig, mache das Fenster runter, nehme den Apfel und will ich mit volle Karacho aus dem Fenster schmeißen. Moin, oben hier in die Decke geschmissen, der ganze Wagen voller Apfelstückchen gewesen, Digga. Alles voller Apfelstückchen gewesen. Kann ich erstmal den Wagen putzen, Digga. Richtige Monteaktion wieder. Heute, als ich gerade mit Anna, wir waren vor mit dem Hund spazieren,
Und in der Scheibe so richtig Stücke, getrocknete Stückchen Apfel. Wenn du dich ins Auto reinsetzt, riechst du übrigens nach Apfel. Aus dem Auto rotzen eh besser. Das habe ich auch mal gehabt, ja. Habe ich richtig so. Ich hab gedacht, geil, Alter. Mach so. Scheibe war nicht unten, Digga. Oh, eieiei. Nochmal bitte.